Guten Morgen, Internet. Was hast du mit meiner Frisur gemacht? Guten Morgen. Wo ist? Ist das normal? Ja, die bewegt sich halt. Gut. Also nochmal, guten Morgen, Internet. Guten Morgen. Wir haben Mittwoch, den 15. 15. Was ist der 15.? Ja, ich glaube, das habe ich vorhin gelesen in der Standheizung. Jo, ist es. Dann ist es der 15. Wir sind aktuell in Frankfurt, wollen aber jetzt schnell nach Eschborn, um wieder nach Frankfurt zu fahren. Genau. Die sind bekloppt, ne? Aber ist halt so. Wir dachten auch, wir wären in Eschborn, würden wir stehen, aber wir stehen in Frankfurt. Wir haben es, wie spät haben wir es? Kurz vor 8. Kurz vor 8. Auf sind wir seit ungefähr, sagen wir mal, 8 vor 6. Da sind wir irgendwie wach geworden. Naja. Haben aber noch nicht, sind noch nicht aufgestanden. Wir haben noch ein bisschen gedöst. Nun geht es zur S-Bahn, also Eschborn Süd. Wir wollen nämlich irgendwo hin. Und das sagen wir euch dann, wenn wir da sind. Wir haben gerade lecker gefrühstückt. Ja. Also lecker im Sinne von Best Can Do. Es war schnell, es war gut und fertig. Also für heute ist es mal, also nicht jeden Tag mag man das definitiv. Nee, wir blenden euch das auch hier mal ein, dann wisst ihr, was wir gegessen haben. Wir müssen dafür keine Werbung weitermachen. Ist auch keine Werbung, weil selbst bezahlt. Das man muss gerade sagen muss. Manchmal. Ja, ja. Ja, wir sind am Frankfurter Flughafen. Und endlich mal das Rätsel, was wir seit Wochen, sind wir gar nicht, seit Tagen hier mal rausbringen. Ich will aber da wieder zurück, weil da ist so windig. Aber was machen wir denn hier genau? Ja. Gute Frage. Was machen wir denn hier? Verraten wir das? Ja, jetzt können wir es langsam verraten. Wir werden eine XXL-Flughafentour machen. Die haben wir schon vor, weiß ich, 2 Wochen gebucht ungefähr. Und die findet heute statt. Lustigerweise, auf dem Tag genau vor einem Jahr waren wir in Düsseldorf. Und haben da die Flughafentour gemacht. Genau, also langsam wird dieser Tag zu unserer Flughafentour. Dann müssen wir nächstes Jahr München machen. Aber die soll sich nicht lohnen, Amsterdam so. Ja, okay, gut. Aber da verstehen wir es ja nicht. Ja, das müsste man dann in Englisch machen. Dann würde man das schon nicht machen. So, wir laufen jetzt noch ein bisschen durch die Terminals rum. Haben noch einen Moment Zeit und dann werden wir uns am Treffpunkt einsammeln oder einfinden. Und dann geht's los. So, ich hab die eingesammelt. Ja. Alles klar. Bis dann. Später. Genial, hat Spaß gemacht. Definitiv, war cool. Und wir werden jetzt weiter nach Euskirchen fahren, haben noch 200 Kilometer vor uns. Das ist eine Menge. Das müssen wir jetzt erstmal hinter uns abspulen. Ja. Und dann sehen wir uns in Euskirchen wieder, beziehungsweise noch ein paar Aufnahmen von der Autobahn. Genau, bis dahin. Stefan kümmert sich ums Essen. Es gibt lecker Schweinefleisch, wie man sieht. Da wird jetzt noch was rausgeholt. Ja. Die gute Bratwurst, selbst bezahlt, falls einer fragen möchte. Und dieser, es wird gegrillt, also dieser nette Herr da grillt. Ich muss mich dann schnell um das Toast kümmern und alles andere, damit es gleich auch gutes Essen gibt. Ja, sind in Euskirchen angekommen. Da hinten ist die Therme. Darüber werden wir euch dann gleich noch was sagen, aber erstmal werden wir was essen. Stimmt's? Genau.
Prost. Prost. Und einen guten Hunger euch. Guten Hunger. Das Essen hat wunderbar geschmeckt. Der Stefan, der ist am Drohne fliegen. Ja, will mal das zeigen, was wir morgen so erleben. Ja, der Tag hat Höhen und Tiefen im weitesten Sinne. Wir haben schon gedacht, oh mein Gott, jetzt ist der Laptop, lässt sich nicht mehr laden, weil unser Wechselrichter nicht so ganz funktioniert. Da überlegen wir irgendwann, ob wir das nochmal umändern auf 12 Volt. Also wir haben viele Überlegungen in dem Bereich. Das ist aber sehr technisch, wo vielleicht Stefan dann morgen oder übermorgen nochmal was dazu sagen wird, also oder in einer der nächsten Folgen. Ja, momentan hat er geladen, das heißt, wir können gleich Datensicherung machen, abwaschen tun wir und dann war es das für uns heute. Es ist ja auch schon gleich um 8 Uhr. Ja, ist noch relativ hell draußen, ist auch noch relativ früh, aber wir waren auch schon früh wach. Es war ein toller Tag. Ihr habt es ja gesehen, wo wir waren. Und ja, dann kann man immer nur sagen, liken, teilen, abonnieren. Und entweder sehen wir uns im nächsten Video wieder oder halt morgen. Lasst euch überraschen, ich lasse mich ja auch überraschen. Ciao, ciao. Einen wunderschönen guten Morgen. So, wir haben jetzt Donnerstag, den 16. richtig? Genau. Genau. Heute geht's in die Therme. Wir stehen ja schon da, werden jetzt in Ruhe Frühstück machen. Und dann werden wir uns bald aufmachen, Sachen packen und so weiter, vorbereiten. Und dann geht es da hinten rein. Ja, nachher denke ich mal, werden wir euch wahrscheinlich noch mal ein paar Videos zeigen übers Gelände. Ich habe da hier so ein bisschen mit der Drohne gefilmt. Also genau, könnt ihr euch das mal anschauen. Aber erstmal frühstücken wir. Genau. Und bevor wir losgehen, melden wir uns dann noch mal. So machen wir das. Bis dahin. Tschüss. Guten Morgen. Das hatten wir schon. Wir haben schon gefrühstückt. Hast du es vergessen? Stimmt. Der Mann ist schon vergesslich. So. Wir haben fertig gemacht. Da unten steht da die Tasche. Denn wir wollen nach, das weiß ich gar nicht, ob man das sehen kann. Halt mal das Ding raus. Da hinten hin. So, wieder rein damit. Und da waren wir lustigerweise. Genau. Vor einem Jahr. Vor einem Jahr, genau. Also irgendwie wiederholt sich alles. Vor einem Jahr in Düsseldorf im Flughafen, vor einem Jahr hier. Wir wissen auch schon, was in die Zukunft kommt, was auch vor einem Jahr war. Genau. Da fahren wir, nämlich morgen hin. Ja, mit reinnehmen können wir euch nicht, logischerweise, weil das ist ja eine Therme. Da laufen viele Leute rum, die ihr nicht sehen wollt und auch uns wollt ihr so nicht sehen. Jo. Und in der Zeit, wo wir da drin sind, zeigt euch Stefan nochmal, was genau das ist und wie die Gegend aussieht, ne? Genau, so ein paar Drohnenaufnahmen. So machen wir das. Also bis später dann. Wir sind wieder zurück. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen, was wir euch da präsentiert haben. Uns hat die Therme wunderbar gefallen. Ich glaube, wir waren jetzt gut 7 Stunden in der Therme. Ja, ich glaube fast 8. Naja, 7 Stunden, 17:40, also 7,5 Stunden. Einigen wir uns auf 7,5 Stunden? Ja, 7,5. Hallo.
Und man muss schon sagen, ja. War schön wieder. Das war wieder richtig angenehm. Haben dort ein bisschen was gegessen, getrunken. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt trotzdem noch eine Kleinigkeit zum Essen holen, weil es gab heute Mittag eine Kleinigkeit, genau. Und dann gibt es heute Abend auch noch eine Kleinigkeit. Dann ist das ganz gut ausgewogen. Das denke ich auch. Ja, das heißt, wir fahren jetzt mal kurz einkaufen und dann melden wir uns wieder, wenn wir wieder hier an dem Platz sind, bei Euskirchen, an der Therme. Noch was zu sagen? Nö. Eigentlich nicht. Bis dann. Bis gleich. Jetzt gab es noch einen leckeren Wiener Würstchen. Ja. Mit Brötchen. Und jetzt wollten wir ja noch mal kurz sagen, was haben wir denn jetzt eigentlich bezahlt? Wir waren ja gut 7,5 Stunden in der Thermen- und Badewelt Euskirchen. Am Anfang haben wir 42 Euro bezahlt. Das ist dann inklusive Saunaaufschlag und für zwei Personen. Also 21 Euro. Und das ist der Fit in den Tag 1,5 Stunden Tarif. 15 Euro plus Sauna 21 Euro. Kostet das? Das erhöht sich dann. Das erhöht sich pro jede halbe Stunde, die du länger bleibst, bis zum Tagessatz. Da ist, glaube ich, bei 36 Euro. Ja, kommt höher hin. Wird es nicht werden. Ja, insgesamt haben wir 95,10 Euro bezahlt. Jetzt könnte man sagen, 36 Euro plus 36 Euro sind doch nur 72. Ja, wir hatten aber auch eine Backkartoffel, eine Currywurst, ein Sandwich, zwei Cola, noch ein, lustigerweise heißt es jetzt Mövenpick in der Waffel. Ah, das warst du. Das war ich. Und nochmal ein Big Sandwich. Also wir hatten da ja einiges noch an Essen und Trinken. Also insgesamt 95,10 Euro. Und ja, das ist halt Urlaub im Urlaub und wir sind immer wieder gerne hier. Wie gesagt, waren ja vor genau einem Jahr. Das letzte Mal, also nicht das letzte Mal hier, aber waren auch hier. Das letzte Mal waren wir im September hier ganz spontan, wo wir ja unsere lange Tour gemacht haben, über 4000 Kilometer in 11 verschiedenen Ländern. Ja, kannst du ja mal einblenden. Ich glaube, da haben wir noch eine Kartenübersicht. Genau, irgendwo habe ich noch die Kartenübersicht, was wir in unserem Sommerurlaub gefahren sind. Kilometertechnisch könnte es dieses Jahr mehr werden. Leicht vielleicht. Aber es wären dann nur zwei, beziehungsweise drei Länder, die wir durchqueren. Also Deutschland, Norwegen, Dänemark. Also das sind dann drei Länder, die wir nur haben. Genau. Das waren das letzte Mal weitaus mehr. Und allein dieses Jahr haben wir ja auch schon, oder jetzt in diesem Urlaub, haben wir ja schon wieder vier Länder, wenn man so will, bereist. So, wir warten jetzt, dass der Laptop ein bisschen aufgeladen ist und dann schauen wir noch ein Filmchen. Und dann war es das schon für heute. Ja. Jo. Tag Nummer 7. Ist das Tag Nummer 7? Ja, Urlaub ist auf jeden Fall bald wieder vorbei. Ja, bald ist der Urlaub schon wieder vorbei, aber es ist, glaube ich, Tag 7. Könnte das sein? Ja, kommt hin. Ja, genau, ist ja eine Woche rum. Freitag am Anfang, Tag 7. Ja. Heute gab es nicht so viel zu sehen, weil wir halt selber viel relaxed haben. Und dann sage ich mal schon, bis morgen. Ciao, ciao. Tschüss.